Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, lassen Sie mich zu Beginn drei Beobachtungen aus der letzten Woche mit Ihnen teilen. Die erste ist eine Meldung von der Jahrestagung der Religionslehrer und Lehrerinnen. Da wird dann ein Professor eingeladen, der sozusagen einen Hauptvortrag hält. Und dieser Professor hat den Lehrerinnen und Lehrern gesagt, Religion gibt zu denken. Deshalb labert nicht so viel, sondern fordert die Schüler heraus. Religion gibt zu denken. Und dann wurde eine Lehrerin, es hätte auch ein Lehrer sein können, also nicht, dass das jetzt frauenfeindlich rüberkommt, nach dem Religionsunterricht der Zukunft gefragt und sie antwortet, ich stelle mir einen interreligiösen Unterricht vor, in dem der Kern der verschiedenen Religionen eingebracht wird und zu einer Haltung der Verbundenheit führt. Zweite Beobachtung. Das haben Sie der Presse wahrscheinlich entnommen. Der Präsident des Saarbrücker Amtsgerichts hat aus den Gerichtssälen die restlichen Kreuze entfernen lassen. Dritte Beobachtung. Eine große Handelskette, man kann den Namen ruhig sagen, das ist Aldi, gibt ja jede Woche solche Broschüren heraus. Und in einer solchen Broschüre wird Kindern erklärt, was Ostern ist. Wenn man das liest, das glauben sie fast nicht. Man müsste weit gehen, um ein Bistum zu finden, das auf diese Weise Ostern erklärt. Dass Jesus gekreuzigt worden ist, dass die Christen deshalb Ostern feiern, als Fest der Erlösung, das ist geradezu eine vorbildlich zu nennende Katechese. Drei Beobachtungen, wenn Sie so wollen, wahllos aus der letzten Woche. Und Sie werden vielleicht fragen, was hat das jetzt mit dem barmherzigen Vater zu tun oder dem verlorenen Sohn? Ich glaube viel. Der Kirchenvater Ambrosius sagt zum verlorenen Sohn, er ist zu sich selber zurückgekehrt. Der verlorene Sohn, der von zu Hause aufbricht, der raus will, der geradezu flieht, aus welchen Gründen auch immer, das deutet das Evangelium gar nicht an. Jesus schweigt darüber in seiner Beispielgeschichte und wir können viel vielleicht auch von unserer eigenen Geschichte hineinpacken. Das ist uns irgendwann alles zu eng, ist uns alles zu muffig. Wie das bei den Religionslehrern geht. Katholische Religion zu unterrichten, das interessiert doch keinen mehr. Wir müssen das irgendwie interreligiös machen. Der verlorene Sohn, der nach Hause geht, bricht zu sich selber auf. Denn indem er von dort weggegangen ist, hat er sich selber verloren. Wann, liebe Schwestern und Brüder, werden wir auch aufgrund dieses Gleichnisses wach in unserer Gesellschaft? Wann werden wir wach? Oder sagen wir einmal nur in der Kirche. Den Religionsunterricht, den staatlichen, gibt es nur, weil es ein Konkordat gibt. Also eine Vereinbarung zwischen dem Heiligen Stuhl und unserem Land. Und darin ist eigentlich festgelegt, dass Religionsunterricht dazu dient, den katholischen Glauben zu erklären. Das ist nicht das Gleiche wie der Erstkommunionunterricht. Sondern das, was der Professor meinte, man soll Schüler nicht unterfordern, man soll nicht einfach nur labern, sondern man soll sie zum Denken anregen. Man kann mit der Vernunft Rechenschaft über unseren Glauben abgeben. Das hat Religionsunterricht zu leisten. Den Kern aller Religionen wiederzugeben, wer wählt das dann aus? Und wie sollen Jugendliche oder Kinder einen Standpunkt entwickeln können, bis hin, dass sie diesen Standpunkt ablehnen. Das gehört dazu. Es kann sein, und es ist manchmal auch eine Altersfrage, es gibt berühmte Beispiele dafür. Edith Stein hat als Jugendliche ganz klar erklärt, mit dem Glauben meiner Eltern, mit diesem Judentum, diesem komischen, habe ich überhaupt nichts zu tun, ich bin Atheistin. Naja, wir wissen alle, was aus ihr noch geworden ist. Bis zur Ablehnung eine klare Argumentation und Darlegung des Glaubens.
das hat es zu leisten. Das heißt, hier müsste man auch zu sich selber wieder aufbrechen. Ähnlich, ein bisschen anders verhält sich das mit den Kreuzen in den Gerichtssälen. Natürlich können wir dann in den Stellungnahmen schreiben, das ist ja so ein Standardsatz, den wir jetzt hören, das gehört doch zum Erbe des jüdisch-christlichen Dingenskirchen hier bei uns, da sind wir irgendwie geprägt. Ja. So einen Satz hat man schnell geschrieben, aber er ist billig, er ist vollkommen wertlos. Das kann man auch sein lassen, sowas zu schreiben. Das hilft ja keinem. Was soll man sich denn darunter vorstellen? Besser wäre es, das Beispiel Jesu nachzuahmen. Jesus erzählt, als alle Sünder und Zöllner zu ihm kommen und er hat mit ihnen Umgang, nicht sozusagen, das ist sozusagen das jüdisch-christliche Erbe, das hat man zu tun, sondern er erzählt eine Geschichte. Das heißt, wir könnten auch diesem Herrn Präsidenten des Amtsgerichtes eine Geschichte erzählen. Denn er kennt seine eigene Kultur sehr schlecht. Man weiß gar nicht, wie der Recht spricht oder ob der mal Jus studiert hat. Das ganze Recht, das er spricht und von dem er sagt, er will es nicht unter der Autorität des Kreuzes tun. Als würde, so sagen, als würde der Papst da hinter der verschalten Wand um die Ecke gucken. Das ist natürlich Unsinn. Aber bis in die Rechtsgrundsätze, auch wenn wir das BGB jetzt hier nicht zur Hand haben, diesen dicken Würfel von Buch und nicht alle Paragraphen kennen, aber wir kennen einige Rechtsgrundsätze, die doch drinstehen. Zum Beispiel sagen wir das. Man muss Gnade vor Recht ergehen lassen. Oder in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Kennt das der Herr Präsident nicht? Schade. Das sind christliche Sätze, liebe Schwestern und Brüder. Wir lesen sie teilweise bei Aristoteles schon. Aber dann kommen sie bei Friedrich Spee von Langenfeld. Der führt sie neu in die europäische Geistesgeschichte ein, weil er weiß, es ist ein Satz des Evangeliums. Und dafür steht das Kreuz. Das heißt, wir müssen unsere Rechtsbücher abschaffen, wenn wir in diesem Sinne tolerant sein wollen und sagen, nein, das Christentum hat im Gerichtssaal nichts verloren. Wir müssen das sozusagen neutral zu allen Religionen machen. Da müssen wir die Sätze der Scharia herbeiziehen oder in Asien uns noch schlau machen, wie das geht. Aber das Christentum, liebe Schwestern und Brüder, hat Rechtsgrundsätze in Verbindung mit dem römischen Recht übernommen, die das Evangelium durchdeklinieren. Und davon ist unsere Kultur geprägt. Müssen wir das verstecken? Ich glaube, jeder Atheist, jeder Agnostiker, auch jeder Muslim wird unter dem Kreuz Gerechtigkeit erfahren. Ob das in anderen Rechtsschulen oder Rechtstraditionen so ist, wage ich zu bezweifeln, denn sie sind in der Regel nicht universal. Das heißt, sie haben ein Sonderrecht. Da werden dann Christen oder Ausländer oder wer auch immer anders behandelt, als die, für die dieses Recht eigentlich gilt. Das gibt es bei uns nicht. Und das ist die Kraft des Evangeliums, liebe Schwestern und Brüder. Das ist, wenn Sie so wollen, eine Widerspiegelung des barmherzigen Vaters, des Evangeliums, das wir heute gehört haben und das uns doch innerlich froh machen muss. Denn es ist die Geschichte unserer Gesellschaft. Es ist die Geschichte von Lehrer und Lehrerinnen, die ein Fach unterrichten sollen, das sie selber offenbar nicht mehr verstehen oder auch nicht mehr leben. Sie wandern von zu Hause aus. Sie sind in der Ferne. Die anderen Religionen sind irgendwie toll und die müssen wir alle gleich behandeln. Es ist das Evangelium von Präsidenten, die ihre eigene Rechtskultur nicht mehr verstehen. Und es ist unser Evangelium, liebe Schwestern und Brüder. Es sagt uns doch, egal in welche Schweinerei du geraten bist, egal in welcher Schweinerei du gerade mittendrin sitzt, du kannst heimkommen. Und nicht nur heimkriechen, sondern wenn du heimkommst, wirst du mit geöffneten Armen empfangen. Gnade vor Recht. Ist das nicht stark? Liebe Schwestern und Brüder, das ist so etwas wie die Zusammenfassung des gesamten Evangeliums. Du darfst kommen und du findest einen Gott, du findest einen Vater, der dir keine Strafpredigt hält,
der dir keine Vorhaltungen macht, sondern der sich einfach freut, dass du da bist, dass du zurückkommst und der dich willkommen heißt, der dich küsst, der dich umarmt und mit dir ein Fest feiert. Liebe Schwestern und Brüder, ich werde wahrscheinlich bis an mein Lebensende nicht verstehen, warum man sich vor einer solchen Kultur verstecken muss, warum man eine solche Religion geheim halten muss. Es ist Jesus selber, der uns das sagt. Und wir können uns jetzt noch lange über die Beispiele aufregen oder uns über das eine freuen. Wir müssen verstehen, dass wir immer weniger Institutionen in unserem Land, in unserer Gesellschaft haben, die uns helfen zu glauben. Wir müssen selber anfangen. Wir müssen nicht nur aufbrechen aus unseren Schweinereien und heimgehen zum Vater. Diesen Weg wiederfinden. Ich will aufbrechen und heimgehen. Sondern wir müssen zugleich selber solche barmherzigen Väter und Mütter werden. Und damit Ikonen des lebendigen Gottes. Damit richten wir viel aus. Wir richten viel Heil an, liebe Schwestern und Brüder, mehr als andere im Unterricht oder im Gerichtssaal Unheil anrichten können. Wir dürfen uns auf dieses Bild, hinter dem eine lebendige Wirklichkeit, ein pulsierendes, ein liebendes Herz steht, das Herz des lebendigen Gottes, auf diese Wirklichkeit dürfen wir uns verlassen.